Das Fußballjahr geht für den FC Augsburg zu Ende. 2014 war das wohl erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte. Wir haben unsere Top 5 Highlights für Sie kurz zusammengefasst und lassen das Jahr Revue passieren. Platz 5. Der Sieg gegen die Münchner Bayern wird uns allen noch lange im Gedächtnis bleiben. Eine Serie von 53 Spielen ohne Niederlage brachten die Augsburger zum Reißen. Dank dem Tor des Tages von Sascha Mölders. Jetzt ein Ballgewinn auf der linken Seite vom FCA. Schön gemacht, das ist Daniel Bayer. Lässt sich da nicht vom Ball trennen, durchgesteckt auf Mölders. Mölders allein vor dem Tor! Tor für den FCA! Die Puppenkiste steht Kopf! Platz 4. In der Sommertransferperiode war Stefan Reuter auf der Suche nach einem Stürmer, der die Augsburger Offensive mit einem eiskalten Torriecher verstärken kann. Fündig wurde man in Eindhoven. Ein gewisser Tim Mattausch erzielte dort 44 Tore in 102 Spielen. 4 Millionen Euro machen ihn zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte. Platz 3. Zur Weltmeisterschaft nach Brasilien reisten 79 Profis aus den deutschen Ligen an. Drei davon vom FC Augsburg. Neben Paul Verhaag waren Ji und Hong vertreten. Nie stellte der FCA mehr Profis. Platz 2. Mit dem Rücktritt des Präsidenten Walter Seinsch geht eine Ära zu Ende. Im Jahr 2000 kam er nach Augsburg, um den damaligen Viertligisten in die oberste deutsche Liga zu führen. Jedoch hat er nicht nur am sportlichen Erfolg der Mannschaft großen Anteil, auch der Bau der SGL Arena war seine Initiative. Platz 1. Nach einer bärenstarken Rückrunde in der letzten Saison und einer gleich starken Hinrunde in dieser Saison kommt der FCA in diesem Jahr auf 55 erkämpfte Punkte in der Liga. So gut waren die Augsburger noch nie. Und wer weiß, wohin der Weg dieser Mannschaft führt, wenn sie uns weiter so begeistern.